Es gab eine Band in den 70er Jahren, die heißt Die Schmetterlinge, eine deutschsprachige Band. Diese Band war volks- und linksorientiert und hat Folgendes 1976 aufgeschrieben, das ich jetzt vorlesen will. Wir hören so viele Berichte und haben so viele Fragen. Was sind das für Schulen, die so viele Fragen nicht beantworten wollen? Und ist nicht die heutige Berichterstattung in den Zeitungen, im Rundfunk und den Medien ähnlich einer falschen Geschichtsschreibung? Wem nutzt das Ganze? Wem müssen wir da misstrauen? Die herrschende Geschichtsschreibung will entgegen den Interessen der Unterdrückten die gegenwärtigen Zustände legitimieren und die Kämpfe ein für alle Mal für beendet erklären. Wir wollen im Gegensatz dazu zeigen, dass die Kämpfe der jeweils Unterdrückten die Geschichte immer weiter treiben und für ihre Höherentwicklung sorgen. Das war 1976. So viel hat sich da nicht verändert. Ich möchte jetzt noch, ich war vor einigen Wochen sehr bedrückt durch die ganzen Geschehnisse und musste mir das von der Seele schreiben und habe dann folgendes Gedicht geschrieben. Das ist nicht sehr erbaulich, aber immerhin endet es mit Füße zum Grund und Kopf hoch. Das Gedicht heißt P. Andemi. Maske zeigt nicht Mund und spricht doch, Worte brachten kund, Lügeruch. Wandel will die Stund, bricht Woch für Woch den Stab bunt, mein Herz ist wund und schlägt hoch. Das Trennen ist kantig, das Nahsein rund, Furcht ist ein Joch und nicht gesund. So lang der Schlund, so eng das Loch, weiß jeder Wurm, der Erde roch. Füße zum Grund und Kopf hoch. Als dritten Lesebeitrag möchte ich jetzt noch eine sehr alte Fabel vorlesen. Die kommt aus dem arabischen Raum. Und es geht zu Krankheit und Angst vor Krankheit. Die Pest, die schwarze tödliche Beulenpest, war voller Eile unterwegs nach Damaskus. In der Wüste traf sie auf das Oberhaupt einer Karawane. Wohin gehen Sie so eilig? Fragte das Oberhaupt der Karawane. Nach Damaskus eile ich und beabsichtige dort 10.000 Seelen zu nehmen, rief die Pest. Zurück aus Damaskus traf die Pest erneut auf die Karawane. Das Oberhaupt sagte, ich höre, es sind 20.000 Leben, die sie genommen haben und nicht 10.000. Nein, sagte die Pest, ich habe meine 1.000 genommen. Es ist die Angst, die den Rest nahm. Das hat der Anthony de Mello aus den Histoires de Albert Michel rausgezogen, diese alte Fabel. So, ich gebe jetzt das Mikro frei, weil wir müssen einen kleinen Soundcheck machen. Ich kann den Song sonst nicht spielen. Ja. Ist der Micha irgendwo? Micha? Ah, da bist du, ja, okay. Vielleicht willst du da einen Beitrag vorziehen, wäre das möglich? Ja, gut.
Ja, hallo, hallo singen. Schönen guten Tag. Das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten spreche, deswegen ist es gerade ein komisches Gefühl. Ich hoffe aber, man versteht es gut. Ja, ich werde es größtenteils vorlesen. Also, vom System, also ich bin der Micha und vom System her bin ich als ADHS eingestuft, was mich aber eher, also ich würde das eher sagen, dass ich hochsensibel bin und ein Mensch bin, der alles sehr genau beobachtet. Und mein großer Wunschtraum ist eben, dass ich gerne autark leben möchte und dass ich einen eigenen Garten will und so Sachen, also mich einfach selbst versorgen und nicht so abhängig von allem. Ja, also es war vor einem halben Jahr circa. Ich muss dazu sagen, dass ich bis zum heutigen Tag noch nie eine Maske angezogen habe und ich werde es auch nicht tun. Ja, und da wollte ich jetzt einfach mal meine Erfahrungen schildern, was so alles geschehen ist, weil ich eben praktisch niemanden sehe, der das mir nachmacht. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht der Einzige bin, da habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen anstecken. Ja, also, ich war damals, als das mit der Maskenpflicht anfing, war ich bei mir daheim gesessen. Entschuldigung, ich ging spazieren. Ich wollte schauen, wie die Situation im Einkaufsladen ist wegen der Maskenpflicht. Ich stellte mir vor, dass sicherlich kaum einer sich daran hält, an die Maskenpflicht. Also ich habe wirklich gedacht, das wird eh keiner mitmachen, weil das totaler Schwachsinn ist. Ja, weit gefehlt. Ich war bei Weitem... Okay, damals bin ich ja noch nicht im Laden. Okay, gut, ich bin dann über den Realparkplatz gelaufen und habe die Türsteher gesehen und habe mich dann auch nicht getraut, da irgendwas zu machen, bin einfach weitergegangen, wollte das auch nicht sehen. Ich fand das zum Teil sehr schrecklich, weil viele Menschen schon bevor sie in den Markt rein sind, sich die Maske gleich aufgesetzt haben. Und ich habe mich auch gefragt, warum sie das eigentlich gelernt. Also das haben sie sich ja selber beigebracht. Ne? Die haben nur die Anweisung bekommen, Maske an, und sie haben es alle mitgemacht. So. Dann war ich ungefähr bei McDonald's am Kreisverkehr und ich wollte eigentlich woanders hingehen. Aber dann habe ich so einen Impuls bekommen. Ihr kennt das vielleicht. Man hat manchmal so eine Eingebung oder irgendwas, was einem sagt, geh da mal hin. Ja, und diese Stimme oder was auch immer das war, sagte zu mir, geh mal zum Rewe-Markt, ja, hinten bei den Autohäusern. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich musste halt einfach hingehen. Und es war ein langes Hin und Her, aber ich bin dann doch losgegangen. Ja, und kurz bevor ich bei dem Markt war, das war eine ganz komische Situation, weil plötzlich so ein Gefühl in mir war, dass ich mir dachte, okay, ich bin jetzt einfach mutig und wenn da kein Türsteher ist, dann gehe ich einfach da rein. Ja, ich probiere es einfach. Ich weiß ja nicht, was passiert. Man hört aus dem Fernsehen, oh, ganz gefährlich, tut dies nicht, tut das nicht. Aber probieren tut es doch gar keiner, oder? Also wir wissen doch gar nicht, ob es stimmt. Also habe ich mir gedacht, egal, ich gehe einfach rein, ich probiere es einfach. Ja, es war dann so, dass tatsächlich kein Türsteher da war und ich eben reingegangen bin. Vielleicht war es auch am McDonald's eben ein, weiß ich auch nicht, eben eine innere Stimme, die mir das quasi mitgeteilt hat, geh da mal hin, da ist kein Türsteher, ist ja alles möglich. Ja, das Witzige war, als ich dann drinnen stand, habe ich erstmal überlegt, ja, was kaufe ich eigentlich? Ne? Weil das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, witzig war dann, oder interessant war, dass ich der Einzige war, der keine Maske anhatte. Auch die Passanten haben mich eigentlich mehr ignoriert. Eine Angestellte hat gegrüßt, hat aber nichts gesagt, was mich gewundert hat. Ich bin dann an die Kasse gegangen, habe mir Klopapier gekauft. Bin an die Kasse gegangen und dann kam eben der Kassierer, hat gefragt, wo ist Ihre Maske? Habe ich gesagt, ich habe keine. Sie müssen aber eine tragen. Habe ich gesagt, nein, ich muss nicht, ich ziehe keine an. Ein junger Mann stand hinter mir in der Reihe, der hatte sein Hemd so hochgezogen wie bei den Banditen. Und ich hatte das Gefühl, dass er mir quasi unterbewusst sagt, mach's doch so, dann hast du deine Ruhe. Aber das kam ja für mich gar nicht in Frage. Der Kassierer sagte dann, wenn Sie das nächste Mal nochmal ohne Maske kommen, dann verkaufe ich Ihnen nichts mehr. Und ich sagte dann zu ihm, darauf lasse ich es ankommen. Das sehe ich jetzt schon.
Ja, also die Wahrheit ist, dass ich nicht mehr hingegangen bin, aber ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall habe ich mein Klopapier bekommen, ich war drin und ja, es war einfach cool, dass ich das geschafft hatte und ich wollte einfach damit euch zeigen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man das wirklich will und es einfach tut, dann gibt es auch sowas wie Magie oder so, es fügt sich einfach und es wird einfach funktionieren. Und genau das ist der Grund, warum die Politiker mit ihrem Mist immer noch durchkommen. Weil sie es einfach probieren. So, also ich hatte dann ja das Problem, ich musste natürlich auch was essen. Ich habe auch niemanden, der für mich eingekauft hat. Ich habe dann erstmal die Anfangszeit an Gemüseständen eingekauft. Da war zwar auch Maskenpflicht, aber die haben mich auch nie irgendwas gesagt. Ich sage jetzt auch nicht, wer es war. Im Gegenteil, die Gemüsehändler hatten sogar dieselbe Ansicht wie ich. Trotzdem trug dieser eine eben fast immer eine Maske, weil ihn wohl Kunden darauf ansprachen. So, und das ist jetzt eine Erkenntnis von mir. Menschen wollen sich gegenseitig überzeugen. Alles. Jede Kommunikation ist der Versuch, den anderen zu überzeugen, wenn auch unbewusst. Somit ist jede Situation meisterbar. So, auf meinem Weg habe ich dann einige Menschen getroffen. Eine davon war eine alte Oma. Das war ganz interessant, weil nur ganz kurz, sie wollte mir Platz machen, dass ich vorbei kann und es war wirklich übertrieben. Sie hat sich echt so übertrieben so hingequetscht und oh, kommen Sie, gehen Sie doch vorbei. Und ich habe das halt schon mitbekommen, aber ich habe dann so mit Absicht auch noch das so halb ignoriert und bin dann auch ganz normal vorbeigelaufen und naja, sie hat mich dann noch einen Sünder genannt und so Sachen. Ist ja auch egal, war mir auch wurscht. So, an einem anderen Tag lief mir wieder eine alte Dame über den Weg, die mich ebenfalls ansprach. Interessant war, dass dann dabei rauskam, dass sie eben einen Garten hatte, der zu bewirtschaften war und sie hatte nicht mehr so viel Kraft. Und ich kam dann praktisch in die Gelegenheit, ihr da zu helfen. Und da spiele ich jetzt auf meinen Wunschtraum an, dass ich eben autark leben möchte. Also das war quasi das Leben, beziehungsweise, also ich habe ja diesen Wunsch, und ich weiß, dass das Leben mir das ermöglicht. Und es ist halt ein Weg, wie man da hinkommt. Und es war eben ein, wie sagt man, ein Meilenstein oder was. Oder ein, wie sagt man das? Eine Etappe von dieser ganzen Reise, so nenne ich es mal. Ja, okay. Zwischenzeitlich hatte ich mich dann gefragt, ob man sich eigentlich auch draußen ernähren kann. Also ob man vielleicht gar nichts anbauen muss oder so. Weil es gibt ja zum Beispiel auch in der Bibel eben den Spruch, seht die Vögel im Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem ernähret sie der Vater. Also auf gut Deutsch heißt das, die sorgen sich nicht um morgen, fliegen rum und wenn sie was zu fressen sehen, fressen sie es und wenn es gut und die verhungern auch nicht, seht euch mal die Enten an, ich habe noch keine schlanke Ente gesehen, beziehungsweise sehen die alle gleich dick aus. Okay. Ja, so, und also wie gesagt, ich hatte diesen Gedanken, kann man sich auch draußen ernähren. Und ungefähr 5 Tage später habe ich dann eine Frau getroffen. Da hinten sind so stillgelegte Gleise, da balanciere ich immer. Das ist perfekt, weil fast so breit wie der Fuß und da kann man es sehr gut trainieren. Ja, und beim Balancieren sah ich dann eben eine Frau am Gleisrand und habe die angesprochen und wie sollte es auch anders sein, diese Frau kannte sich sehr gut aus mit Naturkräutern und wir haben uns dann verabredet und sie hat mir dann so eine kleine Kunde eben gegeben, was man so quasi draußen essen kann. Im Notfall, also ist jetzt nichts, was ich so jeden Tag pflücken würde, aber besser wie nichts, denke ich mal. So, dann würde ich noch kurz gerne sagen, vielleicht ist vielen nicht bewusst, wir sind am 21.12.2012 vom Steinbock-Zeitalter ins Wassermann-Zeitalter gewechselt. Der Steinbock steht symbolisch für Gewinnmaximierung, Gefühle auf Eis legen, ja, gut ausbeuten, optimieren ohne Herz, regieren des Verstandes. Also ich finde, das sieht man total in der Regierung und auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, dass eben alles darauf ausgerichtet zu sein scheint. Dass man eben, ja, also wir müssen noch mehr sparen, noch mehr rationalisieren, alles kaputt sparen und so. Ne? Ja, und das Wassermann-Zeitalter, das jetzt gekommen ist, also der Wassermann steht symbolisch für Brüderlichkeit, Freiheit, Frieden
Spiritualität. Und ich finde, das merkt man eben einfach total. Auch die Friedensbewegung jetzt, die sagen ja die ganze Zeit Frieden, Freiheit. Und da geht es ja genau um solche Sachen. Also ich finde, man merkt, dass da wirklich die Astrologie auch in unserem Leben Einzug eben findet. Ja. Gut, eine kleine Geschichte zwischendurch. Ihr kennt vielleicht alle Star Wars. Ich finde diese Szene ganz cool, wo Yoda und dieser Luke eben miteinander reden. Yoda sagt dann, die Macht ist mein Verbündeter. Überall ist sie. Sie umgibt uns. Er will dann, dass Luke per Gedankenkraft ein Raumschiff aus dem Sumpf hebt. Luke schafft es aber nicht. Yoda kommt dann, macht es für ihn. Also er hebt das mit seiner Gedankenkraft, wie auch immer, aus dem Sumpf raus. Und Luke steht nebendran mit offenem Mund. Und als Yoda fertig ist, guckt Luke ihn an und sagt, das kann ich gar nicht glauben. Und Yoda sagt, und deshalb versagst du. Also die Botschaft ist eben, ihr müsst daran glauben, was ihr tut, sonst kann es gar nicht funktionieren. Ja? Also das ist der allererste Schritt. Ja? Oder da gibt es ja ganz viele Beispiele für, in der Bibel steht am Anfang war das Wort, oder achte auf deine Gedanken, denn sie werden ja, Taten, Handlungen, dein Schicksal und so weiter. Genau, also das ist diese Thematik. So, dann hat mir ein guter Freund erzählt, immer wenn du mir von solchen Dingen erzählst, also von solchen Wundern nenne ich sie mal, dann erlebe ich diese Dinge verstärkt und mit der Zeit flaut es wieder ab. Und deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, wenn ich euch davon erzähle, dass ihr eben die nächsten Tage vielleicht auch solche Erlebnisse habt und einfach seht, krass, da ist ja wirklich was dran. Und wer weiß, wenn ich rausfinde, wie dieser Mechanismus funktioniert, ja, vielleicht kann ich das anzapfen und für mich benutzen, diese Kraft. Und ich glaube, das ist die Kraft, von der Yoda geredet hat. Also ich halte das gar nicht so für Mist oder so, was der geredet hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Weisheit des Lebens. So, dann, ich gucke viel YouTube und habe dann auch über Schrank-TV eben mitbekommen, dass dieser Dr. Jens Bengen einen Attest zur Verfügung stellt zum Ausdrucken. Ich habe es dann auch gesucht, aber nicht gefunden, habe es dann auch vernachlässigt, weil ich es zurzeit nicht brauchte. Nach einiger Zeit musste ich aber zum Friseur, also kam mir das Attest wieder in den Sinn. Ich wollte danach suchen, aber es vergingen einige Tage. Und dann kam das Attest einfach zu mir, per E-Mail in einem Newsletter. Also da haben wir wieder diese Zufälle, ja, diese Macht, die uns umgibt. Die kann man anzapfen, man muss einfach seinen Weg gehen, denken, sich nicht behindern lassen. Und das, was man wirklich glaubt, das wird man auch in seiner Realität wiederfinden. Das ist ein bisschen Übung, muss man da dran setzen, aber wenn man da wenn man da dran bleibt, dann kann man da, wie ich finde, ganz schön viel beeinflussen. So, ich druckte es aus und ging damit zum Friseur, der es akzeptierte. Als ich dann beim Friseur fertig war, stand noch eine Frau vorne, die hat das mitbekommen und war ganz interessiert und wollte wissen, was da mit dem Attest ist und wollte sich auch so eins holen. Ich bin dann voller Freude, weil ich dachte, ja geil, das wäre quasi jetzt so ein heiliger Gral, so ein Sesam öffne dich, da kann ich jetzt überall rein. Habe ich gedacht, jetzt spazierst mal in Müller rein, weil ich wollte noch Ovomaltine kaufen. Und ja, ich bin dann natürlich auch reingekommen, gab ja keinen Türsteher. Und das Witzige war, ich hatte es dann nicht gefunden und es war mir dann ein bisschen zu stressig auch. Ich muss zugeben, auch die ganzen Masken zu sehen, hat mich schon mitgenommen, muss schon ehrlich sein. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine Angestellte gefragt, Entschuldigung, wo ist denn die Hovo? Beziehungsweise ich konnte nur Entschuldigung sagen, sie hatte mich dann gleich angeschaut und eben gleich ganz hysterisch, oh, wo ist denn ihre Maske, oh mein Gott. Und da habe ich, weil ich auch noch so gut drauf war, gesagt, ah, alles gut, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe einen Attest, alles in Ordnung. Oh, ein Attest, das zählt hier aber nicht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist doch auch für Sie gut, überlegen Sie mal. Wenn jetzt ein Kontrolleur kommt, dann sagen Sie, können wir nichts tun, der hat einen Attest, tut mir leid. Und dann war das Interessante, hat sie mich gefragt, ja, was wollen Sie denn? Also sie hat es auch übernommen. Und das meine ich eben mit, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Ich
Ich glaube, wenn wir alle einfach mutiger sind und einfach uns sowas trauen, dann wird hier sicher ganz viel ändern, ganz schnell, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen eben nur aus Angst handeln und wenn sie die richtigen Argumente hören, kann man die ganz leicht überzeugen. Es sind nur ganz wenige, die richtig abgebrüht sind und da richtig drauf haben. Ja, das ist schon zu lange. Ja. Ich bin eigentlich auch schon. Kommt jetzt da. Jetzt gar nicht sein. Mach weiter! Ja, ich mach weiter. Ganz kurz, da war ich noch in Karstadt, da bin ich aber gar nicht reingekommen mit Maske. Ich kürze es jetzt ab, bin dann gegangen. Ich war dann sehr frustriert, muss ich sagen. Hab mich auch ein bisschen geärgert, habe auch so zum Leben gesagt, was soll der Mist? Jetzt habe ich so einen Attest, komme wieder nirgends rein. Ist mir aber eingefallen, dass ich ja eigentlich nur zum Friseur wollte und das wurde mir ermöglicht. Ne? Und dann hatte ich eben gedacht, mal gucken, was noch kommt. Und Tatsache, am nächsten Tag war ich dann wieder am Gemüsestand und da hatte eine Frau dann gearbeitet, die eigentlich nur zur Ferienzeit da war, weil sie ja auch Kinder hat. Und es war eine ganz große Ausnahme, dass er an diesem Tag Dienst hatte. Und das weitere Spannende war, ich habe gar nichts erzählt, sie hat von sich aus gleich erzählt und diese Frau arbeitet in einem Einkaufsladen, wie sollte es auch anders sein? Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, das könnt ihr selbst herausfinden. Sie hat dann eben erzählt von Kunden, die auch unangenehm sind und ohne Maske kommen und dann eben auch von sich erzählt, ja, aber wenn einer einen Attest hat, dann müssen wir ihn reinlassen. Und ich habe mir gedacht, geile, das ist die Antwort auf meine Frage von gestern. Und so könnt ihr das mal beobachten, das passiert ständig. Also ich garantiere euch, in eurer Realität passiert das ständig und die meisten merken es einfach nur nicht, weil sie da keinen Blick für haben. Ne? Witzigerweise an dem Tag, Klaus Ferle, witzigerweise an dem Tag, als ich dann in den Laden wirklich rein bin, das war der Tag, als du mich mit dem T-Shirt gesehen hast. Weißt du das noch? Okay. Gut, also wieder so ein Zufall. Jetzt habe ich noch eine kurze Geschichte. Ein König und sein Berater. Der Berater sagt immer wieder, Gott fügt alles wunderbar. Die beiden sind beim Jagen, sie schießen ein Reh, machen ein Lagerfeuer, grillen das Reh und der König ist so gierig und schneidet sich in seiner Gier auszusehen einen Finger ab. Er flucht, der Berater wieder, Gott fügt alles wunderbar. Der König rastet komplett aus und sagt, er soll sich zum Teufel scheren. Nachts im Schlaf kommen Banditen, die den König opfern wollen. Im letzten Moment sehen sie den fehlenden Finger. Sie lassen ihn laufen, weil er unvollkommen ist. Der König lässt verzweifelt nach seinem Berater suchen. Wieder an seinem Hof sagt der König, ach, es tut mir so leid, dass ich dich weggeschickt habe. Der Berater sagt, es muss dir nicht leid tun, mich hätten die Banditen ja geopfert, denn mir fehlt ja kein Finger. So, und hier noch einer meiner Lieblingssprüche. Alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. So, und jetzt noch zum letzten Thema. Also ich hoffe, dass ihr ein bisschen merkt, dass da auch so ganz viele Zufälle drin sind und dass da auch einfach mein Wunsch, eben einmal die Maske nicht tragen zu müssen, aber auch autark zu leben, also dass eben immer wieder Etappen kamen, die mir das ermöglicht haben. Und ich habe jetzt eben auch durch die alte Oma viel im Garten gelernt. Also es war nur positiv, ich kann das nur alles positiv. Auch Corona an sich, die Maskenpflicht, war für mich wie ein Arschtritt, dass ich endlich mal Gemüse esse. Ne? Also man kann dem allen immer was Positives abbringen. So, jetzt komme ich zum letzten. Vor einigen Tagen habe ich einen Bericht von Hallo Meinung gesehen zum Thema Maskenpflicht in der Schule. Daran wurde ein Bild gezeigt, wo einige Kinder, Grundschulkinder zu sehen waren mit Masken und sie hatten ein Plakat, wo drauf stand, wir haben Platz, rettet Moria. Ja, gutes Timing. Ne? Mich hat das ehrlich gesagt sehr, sehr wütend gemacht, weil diese Kinder nicht zu mir gesagt haben, wir haben Platz, rettet Moria, sondern sie haben gesagt,
Wir werden unter Angst alles über uns ergehen lassen. Macht mit uns, was ihr wollt. Wir müsst uns nur genug Angst machen. Wir werden sogar von der Klippe springen, nur dass ihr Platz habt und hier leben könnt. Wir werden uns für euch aufopfern. Ja, also macht mich sehr, sehr wütend. So, am nächsten Tag, morgens habe ich meistens am meisten Energie vom Tag. Morgens kam mir dann so Gedanke, nee, ich kann da nicht einfach zuschauen, ich muss da was machen. Habe mir dann die Grundschulen rausgesucht, E-Mail-Adressen, habe eine E-Mail aufgesetzt, die ich jetzt nicht vorlesen werde, weil es zu lange dauert, und die an 8 Grundschulen gesendet, hier in der Umgebung. Am nächsten Tag hatte ich noch keine Antwort erhalten, was mich auch nicht wundert. Ich bin dann aber, weil ich schon recht früh wach war, um 6 Uhr schon, bin ich dann rausgegangen spazieren. Aber es war wirklich Zufall. Ich habe schon natürlich gedacht, vielleicht kommst du an der Schule vorbei, aber nicht um die Uhrzeit. Um 7.40 Uhr kam ich an der Schule vorbei und da war quasi gerade kurz vor Schulbeginn. Und ich würde euch einfach gerne schildern, was ich dort gesehen habe, weil ich denke mal, dass, oder ich vermute mal, dass die meisten auch gar nicht wissen. Ja, die meisten, sagt man, oder ist kein Geheimnis, das meiste kennt man von Erzählungen von anderen oder von Schilderungen. Man hat es meistens nicht selbst erlebt. Also auf dem Schulhof selbst waren die Kinder in Klassen unterteilt, die Maschinen, und ungefähr 30 bis 40% hatten keine Maske auf. Sie hatten sie zwar dabei, aber sie hatten sie nicht auf. Also man muss schon ehrlich sein, muss schon sagen, die Mehrheit hatte die Masken freiwillig auf, aber es gab eben auch, wie ich finde, sehr viele, die es nicht auf hatten. So, dann gab es an der Schultüre Einlass einzeln, also da stand quasi so ein Kontrolldrache, nenne ich es mal, der dafür gesorgt hat, achso, ich habe es ja hingeschrieben. Also, die Kinder werden da richtig rangenommen und haben keinerlei Möglichkeit, selbst zu denken. Ich behaupte, dass die Schulen nicht genug darauf aufmerksam machen, dass die Maskenpflicht obligatorisch ist. Und warum? Weil auch die Lehrer keine Ahnung haben und alle aus Angst mitmachen und keiner sich traut, sich zu wehren. Und die sollen nun unseren Kindern etwas beibringen, Menschen, die keine Ahnung haben. Merkt ihr noch was? Dabei wäre es so einfach. Und da sehe ich... unseren ganz großen Vorteil. Lasst uns gemeinsam etwas unternehmen, etwas, womit sie nicht rechnen. Locken wir sie aus der Reserve und wenn alles gut läuft, haben wir sie am Ende auf unserer Seite. Denn unbewusst, glaube ich, wollen die meisten diese Kackmaske auch gar nicht tragen. Bin dann weitergegangen, habe bei einer anderen Schule noch gesehen, von der Straße aus, dass im Klassenzimmer während des Unterrichts alle Masken getragen haben. Ich weiß nicht, ob das in jedem Zimmer so ist. Ich wurde auch erst später aufgeklärt, dass das wohl im Unterricht nicht gilt. Was weiß ich, die haben es ja auch nur aus dem Fernsehen, haben selbst auch keine Ahnung. Mein Gedanke war da, alles klar, sobald sie reingehen, bis zum Zeitpunkt, wo sie das Gebäude verlassen, müssen sie eine dumme Maske aufhaben. Und wenn ich mir vorstelle, 8 Stunden Schule jeden Tag, da macht das bestimmt sehr viel Freude. Ich habe dann noch eine Schulklasse auf der Straße entdeckt, der Lehrer ging voran, der trug die Maske und bei diesem Straßenzug waren 70 bis 80% der Schüler, die Maske ausgezogen hatten. Also das ist meiner Meinung nach die Realität, sie wollen es gar nicht. Mit ein bisschen Unterstützung durch Mut und Tatkraft könnten wir die Situation in Singen eventuell ganz leicht kippen. Ja, kann ich mal? Okay. So, dann noch eine kleine Geschichte, weiß ich nicht. Ich denke, dass es wirklich so passiert ist. Affen und Kartoffeln. Affen essen gerne Kartoffeln. Leider sind diese ganz sandig. Einige Affen kommen auf die Idee, sie vor dem Essen zu waschen. Und nun passiert das Sonderbare. Auch alle anderen Affen dieser Spezies begannen, die Kartoffeln zu waschen. Auch die auf dem Festland, die den ersten nie physisch getroffen hatten. Sie folgten ihrem Instinkt. Und wenn wir hier das auch alle tun, ist Corona schon bald vorbei. Vielleicht nur hier in Singen, aber das ist doch egal. Wir machen, was wir machen. In Italien soll es einen Bürgermeister geben, der ein Maskenverbot eingeführt hat.
Befehlen wir unserem Bürgermeister, das auch zu tun. Und davon müssen wir ihn überzeugen. Er will Ruhe in seiner Stadt. Also bringen wir ihm bei, wie er diese erhalten kann. Sorgen wir für Bewegung in der ganzen Stadt. Bilden wir Gruppen, überlegen untereinander, was wir tun können. Keine Idee ist falsch, alles auf den Tisch und dann besprechen und umsetzen. Das muss keine riesige Aktion sein, schon Kleinigkeiten reichen. Zum Beispiel, wenn 10 Leute zusammen maskenfrei einkaufen, ein Zeichen setzen. Vielleicht trauen sich andere dann auch, wenn es viele Mutige sind. Neulich war ich mit meiner Familie im Einkaufsladen. Wir waren zu dritt und der Kassierer, also insgesamt zu viert. Keiner hatte eine Maske auf, nur meine Mutter, also 25%. Nach einer Weile nahm sie sie von alleine ab, während dem Reden. Es passierte einfach instinktiv, es steckte sie an, dass sie die Einzige war, die aus der Reihe tanzte und passte sich an. Und das tun 95% aller Menschen. Also lasst uns ein Leuchtfeuer sein, lassen wir unser Licht leuchten vor den Menschen. Lasst uns Wegweiser sein und bringen wir die Leute dazu, sich ihren Instinkten zu ergeben und die Maske ganz natürlich abzusetzen. Yeah. Lasst uns endlich ins Handeln kommen. Zeigen wir unserem Bürgermeister, dass wir hier der Souverän sind und dass er gefälligst unsere Anweisung zu befolgen hat, weil er sich sonst einen neuen Job suchen kann. Wer zahlt, bestimmt die Musik. So, ich würde gerne eine Arbeitsgruppe bilden, vielleicht ein Telegram oder so. Kann ich aber auch mit Jürgen dann nochmal besprechen. Vielleicht hat er eine Idee, in der wir uns gemeinsam Aktionen überlegen. Ich bin bereit, für die Kinder etwas zu tun, obwohl ich selbst keine habe. Aber etwas in mir brodelt und es stinkt wütend und ich möchte diese starke Energie kanalisieren und in eine sinnvolle Bahn lenken. Lasst uns verrückt sein und unseren inneren Eingebungen folgen. Ich lebe hier und hier herrscht Freiheit und keine Willkür von Möchtegerns. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank, Singen, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Micha. Das war sehr interessant. Und ich finde auch deine Lebensanschauung gut. Ganz toll. Außerdem ist es so, wenn du dir folgst, als nächstes Mal in den Wald gehst, um Kräuter zu suchen zum Essen, dann wirst du einem alten Opa begegnen. Und das bin ich dann. Und ich lade dich dann zum Mittagessen ein. Okay. Gut, also ich hoffe, Micha, du bleibst uns erhalten. Bleib in unserer Gruppe, bring deine Ideen ein und dann arbeiten wir zusammen. Schön. Jetzt aber das Lied von Thomas Wölfing. Bitte schön. Hallo. Also, wir gehen jetzt wieder 500 Jahre zurück, zeitlich, ins Jahr 1520, tun noch 7 Jahre dazu, dann sind wir im Jahr 1527. Das dürfte das Entstehungsjahr von diesem Lied sein.
also kurz nach der Niederschlagung der Bauernkriege, aufgeschrieben worden von einem sehr trotzigen und selbstbewussten Bauern. Das Lied wurde dann in den 70er Jahren von Zupfgeigen Hansl wieder populär gemacht. Jo, so viel hierzu. Gefunden wurde das Lied im Nachlass des Pfarrers Zwingli in Basel. Also man kann annehmen, dass das Lied im Bodenseeraum oder in der Nordschweiz entstanden war. Ich bin ein freier Bauernknecht, obgleich mein Stand ist eben schlecht, so acht ich mich doch wohl so gut, als einer an dem Hofe tut. Traltridalla, ich bin doch mein eigen, darf mich vor keinem beugen noch neigen. Hab ich auch keinen Rittersitz, bin nicht beredt voll List und Witz, so hab ich doch mein Bauerngut, bin frisch und fröhlich und von Mut. Tralltridalla, ich bin drauf beflissen, was einem Bauern diene zu wissen. Trag ich gleich keinen Biberhut, so ist ein rauer Filz mir gut. Drauf einen grünen Busch gelegt, sowohl als teure Federn steht. Tralltridalla, ich tu es nicht achten, ob schon die Hofleut spöttlich drauf lachten. Ich bin gar selten krank von Leib, das macht, weil ich den Flug oft treib. Jener aber säuft, sitzt und frisst, das macht, dass er so krank oft ist. Tralltridalla, bin gesünder daneben, als jene, die am Hofe stets leben. Ich mag auch Dolch und Degen nicht, am Gürtel tragen, wie's geschicht. Ein kurzer Stock ist gut Gewehr, so gut, als wenn's ein Spiegel wär. Tralltridalla, ich tu es nicht achten, ob schon die Hofleut spöttlich drauf lachten. Was bildet sich der Hofmann ein, dass er als ich will besser sein, als Adam ackert und Eva spann? Wer war damals ein Edelmann? Tralltridalla, ich lebe alle Morgen sicher und frei von solchen Sorgen. Vielen Dank, Thomas Wölfing, für das Lied. Das ist sehr aktuell. Ich hoffe, du singst später noch mal etwas aus diesem Bereich, aus dieser Zeit der Bauernkriege. Damals sprach man vom Adel. Heute können wir wieder vom Adel sprechen, und zwar ist es der sogenannte Finanzadel.
Das ist die Finanzelite, die sich genauso benennt wie damals der feudale Adel Ende des Mittelalters. Aber dazu vielleicht später noch etwas. Gut, dann möchte ich den, Matthias Lange aus Walsert bitten. Er möchte gerne Grußworte übermitteln. Bitte schön. Hallo liebe Mitstreiter von Singen. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Einladung. Wie ihr erkennen könnt, vielleicht auf dem T-Shirt, bin ich ein 775er. Gehöre zum Orga-Team von den Querdenkern von Waldshut-Tingen. Und ja, freue mich natürlich auch, hier zu sein bei euch. Es ist so wichtig, dass wir uns vernetzen miteinander, dass wir einfach wachsen, dass wir vor allen Dingen in der Öffentlichkeit mehr Wahrnehmung haben. Und so ist es einfach auch sinnvoll, wenn wir uns gegenseitig besuchen und einfach mehr Leute auf den Platz bekommen. Wir werden, es gibt so ein Sprichwort, zuerst von der Menge her, zuerst werden sie dich ignorieren. Wenn du wächst, werden sie dich lächerlich machen. Wenn du noch größer wirst, werden sie dich bekämpfen. Wir sind auf einem guten Weg, weil wir merken das schon immer mehr, wenn wir bestimmte Dinge versuchen zu machen. Wir werden auch immer wieder mal versucht, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Wir werden bekannter. Und ich möchte euch einfach Mut machen dahingehend, auch als Gruppe hier in Singen, da auch dran zu bleiben, weiterhin aufrecht zu stehen, einzustehen für Mut zur Wahrheit. Ich möchte kurz zu mir eine kleine Information geben, von meinem Hintergrund her. Ich bin die ersten 20 Jahre in der DDR aufgewachsen, habe also sehr genau kennengelernt, was es heißt, in einem System mit totalitären Strukturen zu leben, habe es kennengelernt, wie es ist in einem Überwachungsstaat, und ich muss sagen, es bilden sich einfach immer mehr Parallelen zu damals. Manchmal denke ich einfach, wenn ich morgens aufwache, ich habe einfach ein Déjà-vu, und ich hoffe, dass ich aus dem Traum aufwache langsam. Aber wir müssen uns halt der Realität stellen, wie sie sich darstellt, und ich sehe einfach viele Parallelen. Zum Beispiel bei der Überwachung. Damals war es einfach die Überwachung durch die Stasi. Heutzutage sind es modernere Mittel, wie zum Beispiel eine Corona-App. Ja. Denunziation, das gab es schon immer. Das gab es auch damals in der DDR. Heutzutage rufen die Medien mittlerweile auf, offen zu denunzieren, deinen Nachbarn zu kontrollieren, ob er die Corona-Regeln einhält. Ja, genauso mit der Meinungsfreiheit. Ich bin aufgewachsen in einem System, wo das Erste war, wenn man sich regierungskritisch unterhalten hat, ist das Fenster zu, dass nicht vielleicht irgendein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi vielleicht zufällig was gehört hat, was nicht regierungskonform war. Ja, und heute geht es genau in diese Richtung. Kurt Tucholsky. Ich möchte einfach noch sagen, nachdem ich dann 1989 nach der Wende in den freien Teil von Deutschland gekommen bin, mit einer ordentlichen Portion Euphorie, habe ich dann einfach im Jahr circa im Jahr 2000, verstärkt dann 2001, 9/11, immer mehr ein mulmiges Bauchgefühl bekommen, was die Freiheit in unserem Land anbetrifft und was auch die Wahrheit, die Qualität der Medienberichterstattung und so weiter anbetrifft. Es gibt von einem Schriftsteller, Kurt Tucholsky, ein recht bekannter Schriftsteller gewesen, einen interessanten Satz. Und zwar, der hat gesagt, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und Leute, das ist eigentlich genau das, was ich in der jetzigen Zeit immer mehr wahrnehme. Immer mehr Menschen in dieser Corona-Zeit haben ein mulmiges Gefühl und spüren doch eigentlich, dass hier was nicht stimmt in diesem Staat. Aber sie wissen einfach zu wenig darüber. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir die Menschen aufklären. Dass wir keinen Tag verstreichen lassen, wo wir nicht Gelegenheiten nutzen, die Menschen aufzuklären über die Wahrheit. Was mit Corona, aber auch mit vielen anderen Dingen
Fakt ist. Wir wissen so viel. Ich denke, ich brauche hier nicht wahnsinnig viel Fakten heute besprechen, weil ihr seid meistens so gut vernetzt in den Telegram-Gruppen und jeder hat eigentlich so viele Möglichkeiten, sich zu informieren mittlerweile. Aber wichtig ist, dass wir es nach außen tragen, dass wir es nicht nur in unserem Kreis lassen. Ja, aktiv geworden bin ich persönlich 2015, eigentlich so richtig. Ich war zwar schon immer politisch interessiert, auch schon von Elternseite, ja schon zu DDR-Zeiten, aber dann auch hier. Aber 2015 ging das richtig los. Eigentlich dann mit dem Zeitpunkt, als die Merkel-Regierung einseitig ohne Absprache mit anderen Staaten Recht und Gesetz gebrochen hat, sogar europäisches Recht gebrochen hat, indem es einfach einseitig eine Grenzöffnung verfügt hatte und das Dublin-II-Verfahren einfach für nicht existent erklärt hatte und über 1,5 Millionen Menschen unkontrolliert in unser Land gelassen hat. Davon leider halt auch ein nicht unerheblicher Teil auch mit großem kriminellen Potenzial. Und was dann einfach halt passierte in den Folgejahren, das sieht man natürlich auch an vielen Statistiken, auch im täglichen Leben, aber wo es dann richtig nochmal einen Schub für mich gab in der Aktivität, das war eigentlich im Frühjahr beziehungsweise im März diesen Jahres. Dann kam Covid-19. Ich hatte zwar kurz vor Weihnachten von Wuhan das Ganze schon etwas mitverfolgt, wusste dann zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sicher, ist es jetzt wirklich was Gefährliches oder nicht. Es war dann ja auch sehr interessant, dass noch im Februar unser Chef-Virologe, Herr Drosten, und der Tierarzt Wieler vom RKI ja noch groß gesagt hat, Abstandregelung, kein Problem, Masken nützen nichts. Ja, und dann wurde Fasnacht gefeiert und so weiter und so fort. Und nachdem dann der Höhepunkt schon längst erreicht war, Mitte März, und schon wieder die Phase eigentlich einer Grippeepidemie, so kann man es ja eher eigentlich nennen, am Abflauen war, dort wurde dann auf einmal der Lockdown verhängt. Mit unermesslichen Folgen, wie wir ja alle wissen. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allen Dingen auch sozial. Wenn ich sehe, wie viele alte Menschen alleine gestorben sind in Altersheimen, ohne dass ihre Familien sie besuchen konnten und die letzten Stunden mit ihnen verbringen konnten. Oder viele andere Sachen. Wie Menschen in Angst und Schrecken gehalten werden bis heute, ist das einfach für mich als Christ unerträglich zu sehen, so viel Unrecht. Und Bertolt Brecht hat nicht umsonst mal gesagt, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ja, und dann fing eigentlich mein Engagement an mit zwei Freunden. Wir hatten dann nach dem Lockdown, wo dann auch im Lockdown dann unsere Grundrechte so massiv eingeschränkt wurden. Nicht nur die Meinungsfreiheit wurde ja eingeschränkt, wurde schon früher schon deutlich eingeschränkt. Eigentlich seit 2015 habe ich das wahrgenommen, wo dann aber eben auch wirklich namhafte Wissenschaftler und Mediziner ihre YouTube-Kanäle gelöscht wurden oder ihre Videos gelöscht wurden, wie zum Beispiel einem Herrn Surit Bhakti, ja, und viele anderen ging es so, wo die Mediengleichschaltung extrem stark wurde und deutlich wurde und wo dann einfach diese schlimmen Folgeerscheinungen dieses Lockdowns dann sichtbar wurden, dann war ich mit zwei Freunden eigentlich der Meinung, wir müssen irgendetwas tun. Und dann war klar für uns, wir müssen auf die Straße. Wir müssen die Menschen wirklich auf der Straße aufwecken, dass das einfach so nicht weitergeht. Und wir haben dann Ende April angefangen, ganz klein vorm Rathaus in Waldshut mit einer kleinen Demo. Und die Woche drauf, weil das so gut lief, haben wir dann uns entschlossen, auf dem Viehmarktplatz unser Domizil zu suchen. Und seitdem sind wir fast Woche für Woche, eigentlich fast jeden Samstag dort und machen eine Demo für unsere Grundrechte und Freiheit und abwechselnd manchmal auch einen Spaziergang. Und mittlerweile und es ist schön zu sehen, wie das wächst, das Ganze. Es ist wirklich schön.
Wir haben zu dritt angefangen, mittlerweile sind wir zu neunt im Orga-Team. Wir haben mittlerweile größere Sachen auch in Waldshut gehabt, so wie zum Beispiel eine Musikdemo. Wir haben mittlerweile in unserem Team einen professionellen Musiker mit seiner Partnerin, mit Keyboard, mit einfach wirklich mit toller Live-Musik. Wir haben vor zwei Wochen haben wir eine Demo gehabt mit LED-Großleinwand, wo wir also wirklich richtig gut wahrgenommen wurden. Man darf ja nicht vergessen, auch die Leute, die sich vielleicht hier nicht auf den Platz stellen, aber die am Rand stehen, die so verschämt zuhören und zugucken, das sind nicht wenige. Und die müssen wir erreichen. Das ist ganz wichtig. Und die stehen vielleicht das nächste Mal nicht am Rand. Vielleicht informieren sie sich dann einfach auch selbst mehr und vielleicht stehen sie das nächste Mal in unserer Mitte. Ja, genau. Und warum ich euch das erzähle, wie das halt bei uns auch wächst, das Ganze, auch zum Beispiel die Vernetzung mit anderen Gruppen, Eltern stehen auf zum Beispiel, da sind wir jetzt ganz aktiv dran, dass wir da einen Elternbrief entworfen haben, der an die Schulen geht, denn wir sehen es ja an den aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel teilweise in Schulen Maskenpflicht durchgesetzt wird, obwohl in Baden-Württemberg es eigentlich theoretisch gar keine Maskenpflicht gibt für Schulen und trotzdem wird es zum Teil durchgesetzt, einfach widerrechtlich. Und da sind wir auch dran, jetzt gerade einen Brief zu entwerfen, der dann an die Eltern geht, aber auch an die Schulleiter. Und so wird das Netz eigentlich immer mehr umspannender und wir kriegen immer mehr Menschen ins Boot, was wirklich wichtig ist. Denn eins dürft ihr nicht vergessen, jeden Tag tun die andere Seite Fakten schaffen. Jeden Tag. Ihr könnt es in den freien Nachrichten, in Telegram-Kanälen und so weiter, könnt ihr es lesen. Ja? Selbst Gerichte helfen uns schon teilweise nicht mehr. Wenn wir einen Attest vorzeigen, dann wird einfach bestimmt, wie in Würzburg vor kurzem, vor wenigen Tagen, dass ein Attest dann vorgezeigt werden muss. Zum Beispiel in einem Laden, ja, bei irgendeinem Lebensmittelladen, müsste angeblich dann das Attest vorgezeigt werden. Das verstößt gegen jegliche Schweigepflicht von Ärzten und gegen jegliches Datenschutzgesetz. Komisch. Vor wenigen Jahren wurde die extrem komplizierte Datenschutzverordnung eingeführt, wo vielen Vereinen riesige Mühe bereitet, vor allem den kleinen. Ja. Aber da ist es komischweise kein Problem. Merkwürdig. Ja, und weswegen ich eben, wie gesagt, euch das erzähle, ist einfach wirklich, ich möchte euch Mut machen, habt Mut, steht zu eurer Meinung, aber nicht nur eine Meinung, sondern ihr wisst, die Fakten sind auf unserer Seite. Die Fakten sind wirklich auf unserer Seite, das wisst ihr selber. Selbst wenn man die RKI-Zahlen nimmt, dann sieht man einfach, was die Wahrheit ist. Wir haben keine Pandemie, sondern wir haben allenfalls eine Laborpandemie oder eine Plandemie. Es gibt ein schönes Zitat von einem Philosophen, der in Basel gelebt hat, Karl Jaspers. Und das finde ich so schön. Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und das trifft es ziemlich gut im Kern. Und es ist eine tolle Aufgabe, Menschen aufzuklären und damit Gutes zu tun. Und Unrecht zu benennen ist für mich persönlich eigentlich sehr wichtig, denn ich verstehe das als Christ darunter, wirklich Licht und Salz zu sein. Und leider, und das ist auch von dieser Stelle her an alle Christen gerichtet, die immer noch der Meinung sind, man müsste als Christ obrigkeitshörig sein. Auch Jesus ist für Wahrheit eingestanden. Ja, wenn man sich anschaut, wie er die Pharisäer entlarvt hat damals, ja, dann sehen wir heute, die heutigen Pharisäer sind die gleichgeschalteten Journalisten von Mainstream-Medien, Politiker und gut bezahlte NGOs. Und bei allem Widerstand ist es mir einfach wichtig, wir bleiben friedlich. Und ich stehe da ganz hinter Gottes Wort, in dem Jesus sagt, widerstehe dem Bösen mit Gutem.
Das sollte unser Weg sein. Und so gewinnen wir auch viel, viel mehr Menschen. Ich möchte drei kurze Beispiele möchte ich euch aus dem Alltagsleben, die ich hatte in den letzten Wochen, berichten, um euch Mut zu machen. Jeder kann jeden Tag etwas tun, eine Kleinigkeit. Aber wenn viele etwas Kleines tun, dann gibt es was ganz Großes. Und ein Beispiel war zum Beispiel, vor etlichen Wochen haben wir bei uns, also ich arbeite in der Schweiz in einem Großhandelsunternehmen im Einkauf, und wir hatten eine Bewerberin, die einen Schnuppertag hatte. Und ich bin dann am Morgen bin ich dann gekommen, habe mich hingesetzt an meinen Arbeitsplatz, und unser Teamleiter Einkauf, der sitzt rechts neben mir auf unserer Arbeitsinsel und hatte eine Maske umhängen. Da habe ich mich schon gewundert, okay, keine Ahnung, warum der jetzt auf einmal eine Maske unterm Kinn trägt, vielleicht findet er das schick. Und dann kam die junge Dame, also er hat sie abgeholt vorne am Empfang, hat die Maske aufgesetzt, ist zu der Dame hingegangen, am Empfang, hat sie mitgebracht und die Dame auch dann die Maske auf. So, dann haben die sich an seinen Arbeitsplatz gesetzt und er hat ihr Sachen erklärt. Und auf jeden Fall, nachdem er dann das fertig hatte, sollte ich dann meinen Part übernehmen und ihr dann meine Sachen erklären. Ich ohne Maske, habe mich hingesetzt mit ihr, beziehungsweise stetisch, wir haben nebeneinander gestanden. Und mein Chef gibt mir dann so Zeichensprache, weil er sich nicht getraut hat, das vor ihr so zu sagen öffentlich, und hat mir Zeichensprache gegeben, ich soll doch eine Maske anziehen. Und dann habe ich mich zu ihm rübergedreht, habe gesagt, wie soll eine Maske anziehen? Habe mich zu der jungen Dame hingedreht, der Bewerberin, und habe gesagt, gell, ist doch für Sie kein Problem, dass ich keine Maske trage. Sie sind ja, wie ich sehe, ausreichend geschützt. Sie haben eine Maske auf und können sich damit ja auch nicht infizieren, gell? Dann hat sie gelächelt und hat gesagt, ja. Und damit war der Fall erst einmal erledigt. Mein Chef hat zwar gekocht, aber im Endeffekt habe ich mich so aus der Affäre ziehen können. Es gab danach natürlich ein Gespräch. Das kam dann schon. Aber ich habe ihn dann einfach mal gefragt. Lieber Chef, jetzt sag mir doch mal, wie sollte die Ansteckung funktionieren? Sie hat eine Maske und kann sich nicht infizieren von mir. Ich habe keine Maske, aber sie hat eine Maske, also kann ich mich auch nicht an ihr infizieren, oder? Kam keine Antwort. Auf die warte ich heute noch. Also man kann so Sachen eigentlich relativ schnell entkräften. Die andere Geschichte war dann Thema Denunziation. Hatte ich ja vorhin eingangs mal gebracht als Vergleich damals und heute, in der DDR und heute. Heute läuft die Denunziation leider halt auf andere Art und Weise, nämlich wirklich im Privatleben, beziehungsweise halt einfach wirklich dein Nächster. Der muss deswegen, damals waren sie vielleicht bei der Stasi halt irgendwo beschäftigt, und heute sind sie einfach halt im Privatleben als Überzeugungstäter, was noch schlimmer ist fast. Auf jeden Fall hat mich dann, also ich war auch in Berlin gewesen am 1.8. und mich hat dann tatsächlich jemand von den Arbeitskollegen denunziert. Ich habe was im Status stehen gehabt, von der gesamten Siegessäule runter, wo man die Menschenmassen wirklich bis zum Ende gesehen hat, bis zum Horizont, nur Menschen, Menschen, Menschen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, war es genau so, wir standen dort, mittendrin, und die Demo lief. Und dann kam auf einmal eine Meldung über den Ticker, das war so ungefähr 12:30, schätze ich mal, so glaube ich so 12.30 Uhr, kam über den Ticker auf einmal, also über irgendeinen Fokus oder sonst was, Mainstream-Medien, die Demos abgesagt. Und dann habe ich halt ein Bild gemacht von den Menschenmassen bis zur Bühne und habe drunter geschrieben, wieso Demo abgesagt, wir sind doch alle hier. Also das schon mal zum Wahrheitsgehalt unserer Mainstream-Medien, der Lügenpresse. Ja. So, und dann hatte ich das gepostet. Und dann hat mich irgendjemand, ein Arbeitskollege, denunziert und hat das meinem Chef weitergespielt, und er hat mich dann konfrontiert damit, mit diesem Bild, wie ich denn auf so eine Massenveranstaltung gehen könnte. Da kann man sich ja anstecken. So, und dann, wie ich mir denn den nächsten Tag vorstellen würde, am Montag wieder arbeiten zu gehen. Okay, wir haben uns dann geeinigt drauf, ich gehe einfach halt
ins Homeoffice. Bei mir geht das. Bürojob, ist das möglich? Habt ihr die Struktur zu Hause? Da ist das, geht das. Auf jeden Fall, damit war der Fall erstmal erledigt, aber es kam dann zu einem Gespräch und das war dann interessant. Etwa 3 Wochen später, ich dachte eigentlich, das kommt gar nichts mehr, weil ich hatte eigentlich schon erwartet, dass es ein Gespräch geben wird, ein klärendes, kam dann eine Vorladung und zwar zur Geschäftsführung und mein Direktorchef. So, dann bin ich hochgeladen worden, hatte mich natürlich schon etwas vorbereitet darauf und habe dann in dem Gespräch wissen wollen, was gegen mich vorliegt. Und es wurde dann mir gesagt, zum einen seien es meine Aktivitäten, dass ich auf Massenveranstaltungen gehe und dass das mir doch klar sein müsste, dass ich damit die ganze Firma gefährde und so weiter und so fort, dass ich sowas auch vorher anmelden müsste. Ja, gut. Und das Zweite sei dann der Punkt, dass ich in Pausenzeiten mich über Corona und diese Dinge mit anderen Arbeitskollegen unterhalte und dass ich da quasi meine Meinung eigentlich sehr deutlich mache und dass das kontraproduktiv wäre für das Zusammenleben quasi halt der Arbeitsgruppe. Also das heißt sozusagen, wenn die Meinung richtig rum wäre, halt so wie Mainstream, wäre das kein Problem gewesen, denn die anderen haben sich ja darüber auch unterhalten. Da ich aber eben einfach Fakten dann halt bringe, die eben beweisen, dass es eben eine Plandemie und keine Pandemie ist, dann ist es ein Problem. Also man sieht auch, dass in der Schweiz das eben sehr stark schon in die Richtung geht. Okay, dann habe ich gesagt, okay, lasst mich darauf antworten, auch auf den ersten Punkt der Teilnahme an so einer Demo. Und dann habe ich, es gibt gute Charts, und zwar auf dem Telegram-Kanal Corona-Fakten. Und dort kann man ganz tolle Diagramme, die auf Basis von Werten von dem RKI sind, kann man sich runterladen und ausdrucken. Und dort sieht man eben die Kurven zum Beispiel, dass seit Mai das Einzige, was gestiegen ist, sind die Tests. Und sonst gar nichts. Und wenn ihr das runterbrecht auf 1000 Tests, also praktisch die Positivzahlen auf 1000 Tests, dann hat sich seit Mai überhaupt nichts mehr getan. Und selbst dort, wo die riesigen Superspreader-Veranstaltungen waren, BLM, ja, Black Lives Matters, oder halt 1. August in Berlin oder 29. August, hat sich nichts getan. Null, nada. Es hat sich nichts getan, die Zahlen sind nicht hochgegangen. Genauso bei den Bettenbelegungszahlen in den Krankenhäusern, also die Schwerintensivpatienten und so weiter. Es ist alles unten geblieben im Keller, ja, auf niedrigstem Niveau. Und das habe ich denen vorgelegt und dann haben sie erst mal ein bisschen Schnappatmung gekriegt, weil das so eindeutig ist, diese Kurven, dass das jeder wirklich in Grundschulkind schon fast versteht. Ja. Und dann wurde halt mir entgegengestottert halt, ja, das tut ja jetzt nichts zur Sache halt, ich könnte mich ja trotzdem angesteckt haben. Also das ist wieder so eine Argumentation ohne Substanz eigentlich, ja. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass ich bei der nächsten Demo halt vorher Bescheid sagen müsste und dann gehe ich halt einfach 14 Tage in Homeoffice und der Fall ist gegessen. Damit ist es erledigt. Aber ihr seht, wenn ihr zu eurer Haltung steht, dass ihr keine Angst haben müsst. Rücken gerade und wirklich Mut dazu zu stehen, weil ihr steht für die Wahrheit, das dürft ihr nie vergessen. Ja, und das Dritte war eine Sache von meiner Tochter, die studiert Biologie, angewandte Biologie, wie praktisch. Und trotzdem wird in dieser Hochschule ein riesen Bromborium drum gemacht um Corona. Und sie hatte jetzt am Ende des zweiten Semesters hatte sie Klausurprüfungen. Und dort mussten sie eine Viertelstunde lang, ja, mit angezogener Maske sich reinhocken und wurden in Corona-Regeln erstmal vorgebetet. Und dann obendrauf noch wurden diesen durch die Prüfung ja schlechthin aufgeregten Prüflinge, wurde ihnen noch Angst gemacht dahingegen, dass man ihnen gesagt hat, also lieber Student, wenn du jetzt da während der Prüfung irgendwie hustest oder sowas, dann kommt jemand vom Personal und wird mit dir reden über Corona, ob du vielleicht infiziert sein könntest oder sowas und dann von der Prüfung ausgeschlossen wirst. Ja.
Und genauso, wenn soll man sagen, halt, wenn man vorher jetzt, wenn man jetzt die letzten 14 Tage Kontakt hatte zu jemand, der eventuell positiv getestet sein könnte, muss ich mal vorstellen, ja, das. Und als meine Tochter dann fragte, ob das dann, wann sie dann die Prüfung nachschreiben könnte, wenn so ein Fall eintritt, in den nächsten 14 Tagen oder wann? Nee, dann muss man das Semester aussetzen und das nächste Semester darf man dann praktisch erst die Prüfung nachholen. Also sie setzen ein Damoklesschwert über die Studenten, die eh schon praktisch aufgeregt sind wegen der Prüfung, die schwer genug sind, in der Angst, ich könnte mal husten oder sonst irgendwas und ich bin raus aus dem Rennen. Ja. Also solche No-Gos passieren mittlerweile. Ja. Das ist also wirklich Wahnsinn. Und da sage ich einfach jedem, und jeder ist im Alltag betroffen, ob er kleine Kinder hat, in der Schule oder sonst wo, aufstehen, aufstehen, aufstehen und aufklären die Menschen in eurem Umfeld. Absolut. Und zum Schluss kommen, habe ich schon Zeichen bekommen, möchte ich euch noch ein Zitat noch nennen. Das sollte euch einfach Mut machen, dass das, diese ganze Manipulation, diese Steuerung durch Angst, nämlich nur durch das funktioniert das. Angst steuert Massen, das ist einfach so. Und das können wir jeden Tag sehen. Ja? Das sehen wir halt, wenn Leute rumrennen an von der frischen Luft mit einer Maske, was überhaupt nichts bringt, völlig blödsinnig ist. Oder allein im Auto. Ja? Das ist halt Angst. Angst lähmt Gedanken, Angst lähmt den Krebs da oben. Und da gibt es ein schönes Zitat von Abraham Lincoln, ist schon etwas älter. Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen. Danke euch. Und herzliche Einladung natürlich nächsten Samstag bei uns dann zu sein. Gut, vielen Dank, Matthias. Dann möchte ich jetzt Heidi bitten, etwas zu sagen zu einer Flyer-Aktion. Also meine Ansage, die passt jetzt perfekt in alles rein, was ihr bis jetzt gehört habt. Wir haben was über Impfung gehört, über Masken und dass wir was tun sollen. Und genau das wollen wir als Querdenken 773 machen. Wir möchten die Menschen aufklären. Es ist ja toll, dass manchmal Leute vorbeikommen und auch sich hinten am Infostand bedienen. Aber viele Leute haben noch nie davon gehört, dass da irgendein Problem sein könnte, weil sie es eben in den Medien nicht hören. Und wir möchten das ändern und wir haben zwei ganz tolle Flyer. Ein Flyer über eine drohende Zwangsimpfung, die durchaus nicht von der Hand zu weisen ist. Und das ist auch sehr gut erklärt von den Ärzten für Aufklärung. Hinten stehen noch ein paar Fakten über Pandemie, Fake-Pandemie drauf. Und ein zweiter Flyer über die Maskenpflicht. Auch sehr gut erklärt, warum Masken so schädlich sind für Menschen. Diese möchten wir in die Haushalte von Singen bringen. Erstmal von Singen City, später dann auch in den umgehenden Dörfern. Und wir möchten euch bitten, da alle mitzumachen. Also wir haben Singen in Verteilbereiche aufgeteilt. Die sind hier so rot markiert. Und ihr könnt nachher zur Alexandra gehen und euch da einen Bereich abholen und eben auch die zugehörigen Flyer. Und wir möchten euch bitten, ganz viele sich daran zu beteiligen, dass in der nächsten Woche in jedem Briefkasten, oder wir haben es nicht geschafft, alle damit einzubinden von den singenden Haushalten, aber in fast jedem Haushalt eben in Singen, dass diese zwei Flyer praktisch dann zu finden sind. Bitte macht mit, es ist eine super Sache, die Leute aufzuklären. Und ich denke, mancher wird dann ins Fragen kommen und einfach sich weiter darüber informieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Heidi. Das ist eine tolle Aktion. Ich hoffe, viele melden sich. Dann möchte ich jetzt Klaus Wehrle bitten, das Schlusswort zu sprechen. Und ich bedanke mich für die Aufgabe, die ich hiermit erledigt habe. Vielen Dank. Ja, Jürgen, zuerst an dich einen recht herzlichen Dank für die Gestaltung des Programms der letzten zwei Stunden. Ein Dank an Danny für die musikalische Untermalung. Vielen Dank für die Kolleginnen und Kollegen am Infostand. Natürlich auch vielen Dank an Sie alle dafür, dass Sie da waren. Vielen Dank an unsere Flyer-Verteiler.
Ja, es wird sich jetzt ein bisschen ändern von der Organisationsstruktur. Wir haben ja am nächsten Wochenende eben den Besuch in Waldshut vorgesehen. Dazu schlage ich schon mal vor, Samstag 12.30 Uhr Treffen, Parkplatz Scheffelhalle zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Dann können wir die ein paar Autos packen. Ja, dann wird es ein bisschen umgestellt. Wir möchten morgens am Wochenmarkt stehen, also samstags morgens am Wochenmarkt einen Infostand. Und nur noch eine Samstagnachmittag-Veranstaltung hier auf dem Heinrich-Weber-Platz. Das ist dann um den 17. Und dass ich jetzt nichts Falsches sage, nee, ich lasse die Termine einfach weg. Wir geben das durch in den Kanälen und es steht auch auf unserer Webseite. Ja, wir haben viel gehört, ja, von No-Gos. Von No-Gos habe ich gerade noch was gehört, die dann doch funktionieren. Dann heißen sie dann wohl Doch-Gos. Ja, viele Leute vergessen das große Zauberwort, das man immer mal wieder anbringen sollte für mich. Und dieses Zauberwort heißt Nein. Wenn mit einem was gemacht wird, da gehören immer zwei dazu. Einer, der es macht und einer, der es mit sich machen lässt. Ich bin jahrelang Betriebsratsmitglied gewesen und mache natürlich bei solchen Schilderungen dann die Ohren immer ganz weit auf. Und was da an Rechtsbrüchen sozusagen immer wieder berichtet wird, ja, man kriegt vorgeschrieben, was man in der Pause zu sagen hat und was nicht. Ja, Pause ist Freizeit, da ist kein Direktionsrecht des Arbeitgebers. Da könnte ich jetzt allein über solche Situationen stundenlange Vorträge halten. Aber es gehören immer zwei dazu. Einer, der es macht und einer, der es mit sich machen lässt. Ja, und wir sind auch heute wieder unterwegs in Sachen dieses ganzen Wahnsinns, ja, also es ist keine Pandemie, sondern eine Wahndemie. Der Wahn breitet sich immer mehr aus. Die Zahlen, die gestiegen sind, sind einmal die Zahlen der Neuinfektionen. Also das sind Leute, die einfach beim Test aufgefallen sind, ob der Test korrekt war oder nicht. Das ist sowieso kein Thema. Aber was auch steigt, das ist die Zahl der Corona-Polizisten, der Corona-Überwacher und der Corona-Denunzianten. Wir haben also in Deutschland mehr Corona-Denunzianten als Corona-Tote. Und ja, auch ich habe noch einen kleinen Spruch zum Ende. Es sind mehr Leute an Corona verblödet als verstorben. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Wir treffen uns möglichst alle nächste Woche in Waldshut. Ein Applaus geht von mir auch an euch alle, die ihr da wart und zwei Stunden das ausgehalten habt, das Programm. Es wird sich, wie gesagt, ein bisschen was ändern. Schaut einfach mal auf die Webseite und wir kommunizieren das. Ja, dann wünsche ich euch noch ein ruhiges, ein besinnliches Wochenende, dass man mal wieder ein bisschen zurückkommt zum Thema Leben. Ja, wie geht das Leben weiter, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, die haben jetzt die Rosenmontagsumzüge schon abgesagt, Entschuldigung. Natürlich ist die Vorplanung relativ lange, das ist klar. Manche Dinge weiß man schon im Vornherein. Ich finde es schlecht, sozusagen diese Position schon aufzugeben. Das halte ich einfach für eine negative Geschichte. Aber es sind natürlich viele Arbeit zu machen und vorzubereiten. Und da ist natürlich dann vieles auch was für die Katze am Schluss. Ja. Wo ich noch darauf hinweisen möchte, das ist die Menschenkette, die Friedenskette um den Bodensee, die ja angedacht ist für Samstag, den 3. Oktober. Die Planung läuft da nach wie vor. Es kam ja aber schon auch der Hilferuf von Seiten des Veranstalters, dass dringend Freiwillige gesucht sind. Und wir vom Team 773, wir werden das personell unterstützen an diesem Tag. Die Entscheidung haben wir getroffen. Wie das im Detail nachher aussieht, da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Aber wir finden, dass es ein schönes Zeichen ist, das von Konstanz ausgehen kann, vom Bodensee ausgehen kann. Ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung und der Menschlichkeit. Dieses Zeichen, das in die Welt hinaus geschickt werden soll. Insofern an dieser Stelle bitte ich Sie, unterstützen auch Sie diese Friedenskette, diese Menschenkette am 3. Oktober. Dankeschön. Rein offiziell erkläre ich die Veranstaltung heute hiermit für beendet.